Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video zu Skyrim. Ja, es ist wieder soweit und es geht endlich weiter. Hier und da werden wieder ein paar Videos kommen und heute gibt es einen kleinen Guide oder Erfahrungsbericht und wir klären die Frage, was ein Verzauberungstisch, womit wir Sachen verzaubern können, eine Schmiede, ein Schmelzofen, also alles, was zum Schmieden dazu gehört und diese Robe miteinander gemeinsam haben bzw. zu tun haben. Ich wurde darum gebeten, ein Video zu Skyrim zu machen, und zwar von It's Kirby. Und ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und an dieser Stelle begrüße ich dich ganz herzlich und natürlich alle anderen, die dieses Video hier sehen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und euch gefällt es. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Wenn nein, sagt mir, was euch nicht so gefallen hat. Und ja, zuallererst möchte ich aber noch dazu sagen, ich bin nicht der absolute Pro-Gamer. Ich spiele Skyrim zwar sehr viel und sehr oft und so oft, wie es mir möglich ist. Und ich habe schon viele, viele Jahre und ich kenne mich eigentlich ziemlich gut aus. Aber ich bin natürlich nicht der Pro-Gamer. Also ich weiß jetzt nicht, wie man die Spielekunst in 10 Minuten von 0 auf 100 bekommt, beziehungsweise alle anderen Fertigkeiten. Ich mache das immer so während des Spiels, weil mir das sonst das Spielgefühl versauen würde. Aber ich zeige euch eine Möglichkeit, wie ihr Schmiedekunst schnell skillen könnt, was ihr machen könnt, um die geschmiedeten Dinge besser verkaufen zu können, beziehungsweise teurer verkaufen zu können, und wie ihr gleichzeitig Verzauberungen, ja, leveln und skillen könnt. Viel Spaß! Zuallererst verlassen wir Weißloch wieder. Wir halten uns rechts in Richtung Norden und wenn wir an einen Bach kommen, halten wir uns da wieder rechts, bis wir an ein Lager kommen. Das wäre nämlich Lager Stehender Strom. Lager Stehender Strom ist eine Eisenerzmine, die aber bewacht wird von Banditen. Je nachdem, in welcher Stufe ihr spielt, Experte, Novize, keine Ahnung, sind die Gegner natürlich mehr oder weniger stark. Und in der Mine befinden sich entweder drei oder vier, ja, Banditen plus Anführer. Und ja, die müsst ihr natürlich erstmal erledigen. Habt ihr das getan, haben wir zum einen eine ganze Menge Kisten, die wir looten können. Wir finden eine ganze Menge Gold rumliegen und Tränke und so weiter. Wir können die Banditen natürlich auch noch looten bzw. ausnehmen und um ihr Gold erleichtern. Wir finden aber auch die ein oder andere Falle, also seid vorsichtig und falls es euch zu dunkel ist, nehmt euch vorher eine Fackel mit. Aber wir finden hier auch noch zwei andere Sachen. Zum einen, wie gesagt, es ist eine Eisenerzmine, die größte Eisenerzmine, ich meine in Himmelsrand. Und wir finden ein Buch. Und zwar Mineralerz umwandeln. Macht euch keine Sorgen wegen der Eisenerze bzw. das Abbauen. Ihr werdet, wenn ihr runterkommt, also quasi in die Mine reinkommt, vor dem Gittertor eine Spitzhacke finden, bzw. ich glaube zwei oder drei Stück sind da oben. Also ihr müsst keine mitschleppen, ihr müsst keine kaufen, ihr müsst euch keine suchen, ihr findet dort eine. Also braucht euch da keinen Kopf machen. Auf dem Bett neben dem Tisch ganz hinten durch finden wir das Buch Mineralerz umwandeln. Das brauchen wir. Denn mit diesem Buch können wir Eisenerz zu Silbererz verwandeln, beziehungsweise Silbererz zu Golderz. Und Gold wollen wir haben. Das wäre sehr, sehr wichtig. Passt wie gesagt auf die Fallen auf und ja, baut das ganze Eisenerz ab und durchsucht die Regale. Zurück in Weißlauf habe ich zwei Sachen getestet. Zum einen haben wir jetzt insgesamt 48 Eisenerze im Inventar. Mir ist zu spät aufgefallen, dass ich noch einen Eisenbarren im Inventar hatte und hatte hinterher da 49 Eisenbarren. Also wundert euch dann nicht im Laufe des Videos. Da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, da habe ich nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Aber ich habe erstmal dann quasi 49 Eisendolche hergestellt. Nur mal, dass wir dann mal den Vergleich wissen. Ich habe mich noch gar nicht geskillt. Ich bin Level 1. Ich bin quasi gerade aus Helgen geflüchtet. Bin direkt nach Weißlauf gerannt und habe von dort aus angefangen. Ich habe noch keinen einzigen Level vergeben. Ich habe noch keinen einzigen Punkt vergeben. Also, wir sind bei Schmiedekunst bei 15. Ich habe also komplett die Eisenerze zu Eisenbarren geschmiedet, beziehungsweise geschmolzen. Habe mir noch
Lederstreifen gemacht bzw. gekauft und habe dann die Eisendolche hergestellt. Und wir sind von 15 bis auf 21 hochgekommen, sage ich jetzt einfach mal, also in der Schmiedekunst. Dann habe ich den Speicherstand zurückgesetzt bzw. habe den letzten Speicherstand geladen, habe wieder 48 Eisenerze und jetzt kommt der Zauber Umwandeln ins Spiel. Denn wir haben den ja gelernt, nicht umsonst haben wir den gelernt und wir wandeln jetzt die 48 Eisenerze zu Golderzen um. Falls ihr aber Silbererze benötigt, um Silberbarren herzustellen, müsst ihr, wenn ihr Eisenerze umwandelt, das Silbererz erst rauslegen, entweder dem Begleiter geben oder eine Kiste packen oder rausschmeißen oder so, das verschwindet ja nicht. Und dann könnt ihr weitermachen, weil sonst wird das Silbererz weiterverarbeitet zu Gold. Also der macht immer erstmal eine komplette Reihe, bevor er dann das nächste anfängt. Und dafür braucht ihr ein bisschen Geduld, denn das nimmt ganz viel Zeit in Anspruch. Wie ihr sehen könnt, müssen wir eigentlich fast komplett unsere Magicka aufbrauchen, weil ich glaube, das kostet 88 Magicka-Punkte pro einmal umwandeln. Also das heißt, entweder skillt ihr vorher irgendwie Magicka, damit ihr das dann ein bisschen schneller bekommt. Ich habe ja noch die Robe in der Tasche gehabt, die habe ich mir hinterher angezogen. Da ist unter anderem die Kapuze, die mir 30 Punkte noch zusätzlich beschert. Beziehungsweise die Robe hat 50% Magicka Regeneration. Also das ging dann ein bisschen schneller, aber es hat trotzdem noch ziemlich lang gedauert. Und als ich die dann fertig hatte, habe ich das Gold oder die Golderze zu Goldbarren gemacht und habe dann Goldketten, ganz normale Goldketten ohne irgendwelche Scheine verarbeitet. Und wir haben eine Schmiedekunst oder einen Schmiedekunstpunkt mehr erhalten. Wir sind bei 22 und Patzerquetsche, sag ich jetzt mal. So, das heißt, wir haben 24 Ketten hergestellt und sind weitergekommen als mit 48 Dolchen. Klar ist Eisenerz billiger als das Golderz, aber wenn ihr den Zauber umwandeln habt, dann könnt ihr jetzt komme ich ganz durcheinander, alles Eisenerz umwandeln in Gold und habt damit keine Probleme mehr. In ganz Himmelsrand sind Erze vorhanden, die ihr plündern könnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, zu Fuß unterwegs zu sein, als von einem Ort zum anderen zu reisen. Zudem lassen sich goldene Halsketten natürlich besser verkaufen und teurer verkaufen als ein geschliffener Eisendolch. Das muss man natürlich auch noch bedenken. Man hat billiges Eisenerz gehabt und hat dafür eine teure Halskette, als jetzt davon ja, einen kleinen billigen Dolch dann zu verkaufen, ne? Aber wir verkaufen das nicht einfach so. Wir gehen zum Verzauberungstisch, den es in jedem Schloss gibt, bei jedem Jarl. Wir brauchen natürlich auch Sehensteine, die wir zum einen bei den Magiern kaufen können. Da reichen auch die winzigen armseligen Seelen, Steine und Seelen. Da müsst ihr nicht die teuren, großen und mächtigen nehmen. Ihr findet aber auch genug Seelensteine in Gruften, in jedem Dungeon, in jeder Festung, bei jedem Magier-Totenbeschwörer, die es überall auf der Karte gibt. Und die Seelensteine könnt ihr befüllen, wenn ihr den Zauber, also dafür solltet ihr schon Geld ausgeben, Seelenfalle. Dann wirkt ihr erst die Seelenfalle auf ein Opfer, sag ich jetzt mal. Nehmt euch hier die Schlammkrabben. Ne, hier draußen sind ja überall Schlammkrabben rund um Weißlauf. Benutzt Seelenfalle auf die, bringt die, also erledigt die direkt. Ich wollte schon was anderes sagen, das hört sich irgendwie blöd an. Und dann füllt es euren Seelenstein. Das sind ja nur kleine, armselige Seelen. Das hört sich jetzt auch blöd an, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall Seelensteine, um dann die Ketten zu verzaubern. Wenn ihr dann jetzt zum Gemischwarenhändler geht, dann könnt ihr die natürlich jetzt teurer verkaufen.
Ne? Ihr habt Schmiedekunst geskillt, ihr habt einen wertvollen Gegenstand hergestellt, ihr könnt Redekunst skillen, wenn ihr die Sachen verkauft, und ihr, ja, die Zauberfertigkeit, Veränderung skillt ihr und Verzauberung. Es sind dann quasi eigentlich vier Fertigkeiten, die ihr skillt, und ihr habt hinterher einen Gegenstand, den ihr für etwas mehr Geld verkaufen könnt. Und wenn ihr Redekunst etwas höher habt, beziehungsweise wenn ihr eine Kette oder irgendein Teil gefunden habt, das euch Redekunst etwas verstärkt, dann tragt das auf jeden Fall. Es hilft auch dem Bettler oder den Waisenkindern, wenn ihr Hearthfire habt, einen Taler zu geben. Das erhöht auch eure Redekunst. Oder wenn ihr an einem Schrein, jetzt weiß ich gerade nicht, ich glaube Zentier oder wie der heißt, der erhöht Redekunst und die. Ach, auch in Weißdorf mit K. Ich habe vergessen, wie sie heißt. In Weißdorf ist ja dieser Güldengrünbaum und daneben ist ein Tempel. Wenn ihr da reingeht, also nicht das Totendingens da unten, die Totenhalle, sondern der Tempel, da ist ein Schrein, da könnt ihr, glaube ich, auch hingehen. Ich glaube, die Bella ist auch Redekunst. Aber der Schrein da in Weißdorf ist, glaube ich, auch. Müsst ihr mal gucken, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wenn ihr da eins von diesen Sachen benutzt, dann könnt ihr natürlich dann noch teurer verkaufen. Ne? Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Also nehmt die Robe und die Kapuze mit aus Helgen, geht zu Lagerstehende Strom, erledigt die Banditen, holt euch das Buch, baut die Eisenerzader ab, die nach 24 Tagen, meine ich, oder 28 Tagen wieder sich auffüllt. Ihr dürft aber nicht in die Nähe kommen, ihr dürft nicht hingehen und zwischendurch mal gucken, das resettet sonst und fängt von vorne an. Also geht weit davon weg. Also macht einen großen Bogen darum, wenn ihr da mal wieder hingehen wollt. Und ja, macht daraus Golderz, macht Goldbarren, stellt euch Ketten her, wenn ihr Schmuck habt oder Schmucksteine habt, macht daraus, ja, verarbeitet damit in den Ketten und Ringen und so weiter. Und verzaubert die und fertig. Das war es eigentlich schon, was ich euch dazu sagen wollte. So könnt ihr das auf jeden Fall schneller skillen. Und ja, hier zeige ich euch auch nochmal kurz, wo ihr noch Silberbarren finden könnt, um ja, die auch noch zu verkaufen. Das habe ich noch so mit dran gehängt, sage ich jetzt mal. Denn der Jarl hat ein paar Silberbarren, um die ihr den erleichtern könnt. Ihr geht einfach zu den Gemächern. Links die Treppe hoch. Links wäre jetzt das Schlafzimmer des Jarl, wo ihr auch einen Stein von Baron Sieger finden würdet. Rechts ist ein Büro, sozusagen. Macht das oder Arbeitszimmer. Schleicht am besten, weil das ja auch noch den Schleichskill noch ein bisschen skillt. Und jetzt ist zwar der Silberbarren noch auf gestohlen oder als gestohlen angezeigt, aber wenn ihr daraus Schmuck macht, dann ist das schon wieder weg und könnt das dann verkaufen. So, das nochmal so nebenbei. So, ich hoffe, das war nicht zu kompliziert und zu viel. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß, es hat euch geholfen. Und wie gesagt, ich bin kein Pro-Gamer, ich weiß, es gibt bessere Videos dazu, wie ihr in 10 Minuten von 0 auf 100 mit irgendeiner Fertigkeit kommt oder mit allen Fertigkeiten. Ich habe keine Ahnung, ich habe schon einiges gesehen. Und das ist aber so eine einfache, schnelle Möglichkeit, vier Fähigkeiten oder Fertigkeiten zu skillen. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video wahrscheinlich nicht ganz so regelmäßig, weil ich noch andere Projekte habe und oder ein anderes Projekt, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, beziehungsweise noch ein kleines noch nebendran. Und ja, wahrscheinlich werde ich die nächste Questreihe demnächst beginnen. Ich weiß auch noch nicht mit welcher. Werden wir dann sehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao!